Was war das für ein Geräusch? Da guckt was um die Ecke. Das ist richtig gruselig, jetzt passt auf. Jetzt möchte ich aber mit euch zusammen auf ein ganz bestimmtes Video reagieren von einer Person, die ich sehr, 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 sehr gerne mag. Und die Person hat auch sehr viel mit meinem Kanal zu tun, ohne dass die meisten wissen, nämlich der gute Luca, der Unknown Explorer, der ja auch meine Stream-Highlights schneidet, ja. Er ist zu einem Lost Place gegangen, wollte ein normales Lost Place Video drehen, es ist aber schon ein ziemlich gruseliger Ort auch gewesen. In diesem Video sieht man etwas, was werdet ihr dann sehen. Es ist echt gruselig, Leute. Verlaufen bei Nacht, Gefahr in gruseligem Lost Place. Luca, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Lost Places, faszinierend und angsteinflößend, besonders bei Nacht mit Vollmond. Das ist eine Stockaufnahme, das erkenne ich sofort. Die habe ich auch schon ein, zweimal benutzt. Der gute Luca, ey. Ey, aber ich liebe es jetzt schon, wie er so ein episches Intro macht, ne? Das ist immer geil. Gemeinsam mit euch mache ich mich heute wieder auf den Weg zu einem Gelände, welches nicht nur gruselig, sondern auch brandgefährlich sein kann. Alter, was ist das denn? Vor allem, wo geht das denn hin? Eine Erkundung, die an die Nerven geht. Geile Atmosphäre. Atmosphäre. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lost Place Abenteuer auf meinem Kanal. Mit dabei ist heute der Heiko und wir haben irgendwelche Koordinaten mitten im Wald bekommen. Und ich würde sagen, wir machen uns jetzt mal so langsam auf den Weg hin. Es ist mittlerweile recht spät, 10:30, glaube ich. Wie man hier vorne sehen kann, immer noch keine Taschenlampe dabei. Die letzte Straßenlaterne quasi hier in diesem Wohngebiet. Da vorne geht es jetzt weiter in die absolute Dunkelheit. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem jetzt folgenden Video. Wir sind gespannt, Luca. Wie man sehen kann, sind wir hier auf so einem kleinen, engen Waldpfad. Ich glaube, wir müssen doch noch ein ganzes Stück weiter zurück. Also wie ihr seht, aus dem Weg da vorne sind wir gerade runtergekommen, weil wir uns anscheinend hier irgendwie um eine Weggabelung geirrt haben. Und dann gibt es auch mal diese befestigten Wege, wie zum Beispiel hier in beiden. Boah. Das sah... Ja, es wird ein Baum sein oder so, es sah kurz aus, als wird da so hinten jemand in diesem, auf diesem Weg stehen, so, ne? Guck mal, hier so ein Punkt. Ja, schon ein paar komische Sachen, die bisher, okay. Guter Einstieg in die Location, ja, Kleinigkeiten, aber könnte schon was heißen. Wege, wie zum Beispiel hier, in beide Richtungen. Es sieht verlockend gleich aus. Aber wir müssen tatsächlich noch weiter hier vorne runter. Der eine Ast hat sich bewegt. Paranormal. Das ist total paranormal. Safe. Das ist total paranormal, ey. Es bewegt sich kein Ast. Nee, nicht von alleine. Ey, aber manchmal gibt es wirklich die Situation, vielleicht kennt ihr es auch, ne? Dann bewegt sich echt nur so ein Stück oder so, ne? Habt ihr bestimmt auch schon mal erlebt. Oder so ein Blatt oder sowas so. Stimmt alles vorne und hinten nicht. Überhaupt nicht. Wir müssen weit zurück. Ganz, ganz weit zurück. Erstmal verlaufen. Also wir sind eigentlich quasi... Der Beginn eines jeden Horrorfilms. 3,6 Kilometer. Sehr, sehr umwegig gelaufen. Sehr, sehr umwegig. Leute, sind umwegig gelaufen. Der absolute Wahnsinn. Eigentlich fast gar nicht in Worte zu fassen. Man sieht da hinten die restlichen Lichter der Stadt. Da vorne einen wunderschönen Mond. Und es ist überhaupt nicht zum Ausdruck zu bringen, wie mystisch und gruselig das Ganze hier ist. Also sowas habe ich tatsächlich selten erlebt. Mitten im Wald, versteckt hinter Tausenden von Bäumen.
tun sich aber tatsächlich da vorne irgendwelche Gebäude auf. Ja, das wär's jetzt. Gleich kommt Hubi aus dem Gebüsch. Das ist hier sehr, sehr unheimlich. Hier vorne sind auf jeden Fall irgendwelche Pfeiler von einem vermeintlichen Zaun zu sehen. Und da vorne ist irgendwie so eine Art Schild am Baum. Ich hasse dunklen Wald. Nachts im Wald ist immer gruselig. Ey, ich weiß auch echt nicht, woran das liegt. Ich fühle mich tagsüber richtig wohl im Wald. Aber ihr habt recht, so nachts hat der Wald oft was sehr Mystisches, ne? Also man hört mal da was, man sieht vielleicht etwas da. Das ist eine ganz andere Atmosphäre, denke ich. Und ich finde, die Atmosphäre hat Luca sehr geil rübergebracht, muss ich echt sagen, ne? Ob das jetzt irgendwas mit dem Ort hier zu tun hat oder mit einem Wanderweg, kann ich euch an dieser Stelle tatsächlich nicht beantworten. Das war irgendwie so eine Art Schuttabladen-Verbotenschild oder irgendwie sowas. Das Einzige, was man hier auf jeden Fall ohne Taschenlampe sehr, sehr gut sehen kann, ist der Halbmond heute. Wenn wir jetzt allerdings Licht einschalten, dann sehen wir dort tatsächlich eine, ich würde sagen, alte Hütte oder irgendwie sowas in der Art. Ziemlich ominös. Altes Regenrohr. Stromkabel, die hier von außen langlaufen. Oh, was ist das denn? Das sieht ja fast so aus wie so eine alte, ich hätte fast gesagt Schießbude, aber irgendwie wie so eine Art Unterschlupf. Badezimmer? Vielleicht auch so irgendwelche Baracken oder so, könnte ich mir vorstellen. Dass es so ein altes Militärgebiet war, alte Militärbaracken. Und hier vorne noch so ein riesen Schrank. Das ist ja merkwürdig. Da hinten tatsächlich noch ein Sessel und es riecht hier wahnsinnig nach Schimmel. Wirklich wahnsinnig. Decke stürzt auch schon ein. Und hier nochmal irgendwie so eine Art... Blair Witch, ey, das erinnert echt ein bisschen an Blair Witch, ne? So vom Vibe her. Auch hier die Decke, super, super einsturzgefährdet. Hier wurde auch schon irgendwie was zugemacht, so wie es aussieht. Was aber dann im Nachhinein zweckslos war. Und das in dieser Atmosphäre mit dem Wind. Ist aber dann mal. Bei Minute 4:16. Tatsächlich, es war schon, es war schon. Es ist echt, Leute, die besagte Szene. Habt ihr es gesehen? Gibt es hier Leute, die es entdeckt haben? Ich glaube, die meisten haben es aber nicht entdeckt, ne? Stromkabel, die hier von... Da guckt was um die Ecke. Ja, du liegst gar nicht so falsch tatsächlich. Außen langlaufen. Oh. Achtet mal hier drauf. Ist das ein Schatten? Was ist das? Könnte das ein Schatten sein? Ich weiß es nicht. Also es sieht wirklich komisch aus. Das Ding ist, hier ist es zu sehen. Und sobald er mehr um die Ecke kommt, verschwindet es dann wieder hier hinter. Eindeutig ist es nicht, nee, es ist nicht eindeutig. Ein Fleck an der Wand, das würde ja auch keinen Sinn machen, dann würde man den ja sehen, wenn er jetzt weiter hier rumkommt. Das sieht ja fast so aus wie so eine alte, ich hätte fast gesagt Schießbude, aber irgendwie wie so eine Art Unterschlupf. Badezimmer? Leider ein Schnitt an der Stelle. Luca hat mir aber auch gesagt, dass er auch die Rohaufnahmen hat. Wie so eine Art Unterschlupf. Rucksack. Alte. Sieht aus wie ein Rucksack. Also die Vorstellung, dass es irgendwas ist, ist echt gruselig, ne? Oh. Sieht halt echt so aus, als würde was da hinter der Ecke verschwinden, ne? Oh, was ist das denn? Das sieht ja fast so aus wie so eine alte... Die meisten sagen, es ist gruselig tatsächlich. Ja, ich find's auch echt gruselig. Schwierig, ist... Ja. Sein Licht kommt halt auch direkt von hier, ne? Es könnte doch ein Schatten auch sein. Oh, was... Aber dafür verschwindet es irgendwie viel zu schnell. Der andere Schatten ist ja auch noch sichtbar hier. Das verstehe ich halt nicht. Was ist das denn? Ich weiß es nicht. Oh, was ist... Das löst sich auf wie Nebel, wird durchsichtig. Ich bin mir da echt nicht sicher. Was ist das denn?
Vielleicht ist es auch dieses Scharnier hier und der Schatten davon, aber es verschwindet so schnell, so komisch schnell. Okay. Das sieht ja fast so aus wie so eine alte, ich hätte fast gesagt Schießbude, aber irgendwie schwierig. So eine Art Unterschlupf. Schwierig. Badezimmer? Vielleicht entdecken wir ja noch was, Freunde. Und hier vorne noch so ein riesen Schrank. Das ist ja merkwürdig. Da hinten tatsächlich noch ein Sessel und es riecht hier wahnsinnig nach Schimmel. Wirklich wahnsinnig. Decke stürzt auch schon ein. Beim Verschwinden sieht man ein Gesicht. Wohnzimmer, würde ich sagen. Hör auf. Auch hier die Decke super, super einsturzgefährdet. Hier wurde auch schon irgendwie was zugemacht, so wie es aussieht. Was aber dann im Nachhinein zweckslos war. Und das in dieser Atmosphäre mit dem Wind ist schon gruselig. Ich muss jetzt immer bei Insekten an die Heuschrecken denken von gerade, ey. Hier ist ja schon eine nächste Holzhütte, die auch ziemlich baugleich aussieht, würde ich mal sagen. Auch wieder so komische Abdeckungen, die hier vor den Fenstern hängen. Und ich würde sagen, zunächst tatsächlich ziemlich gleich aufgeteilt. Dort wieder eine Toilette. Da Oberneid. Und hier auch wieder Regale. Alte Matratzen. Was haben wir hier noch? Oh, da ist schon der komplette Boden eingebrochen. Das ist irgendwie so ein altes Bett oder irgendwie sowas in der Art. Und hier, super, super gefährlich. Wenn ich da jetzt reingelaufen wäre, dann hätte das, glaube ich, böse enden können. Man sieht die Löcher im Boden. Ich glaube, das kann ziemlich gefährlich werden hier. Vor allem nachts im Dunkeln. Aber schaut euch mal an, wie verformt die Fenster hier mittlerweile sind. Ja, stimmt. Für ein Overnight wäre es echt zu viel Schimmel. Das ist das Problem. Aber der Ort hat schon was Mystisches auf jeden Fall. Okay, von den Glasscheiben mal ganz abzusehen, aber... Ach, weiß nicht, das Holz? Das hängt hier wirklich schon auf 7:30, wenn man das mal so sagen darf. Auch hier, was war das für eine Wand? Das war so eine ganz komische, verstrickte Holzwand irgendwie. Wenn wir hier an der Hütte weitergehen, haben wir hier eine relativ große Freifläche. Ich denke halt teilweise wirklich, dass ich irgendwas sehe, ne? Aber ich glaube, das sind nur Äste und so, wirklich. Aber? Ich brauche mal die Spezialisten, Tobran und so, die müssen mal das Video von Luca analysieren, komplett. Keine Hütte mehr. Ich weiß nicht, inwiefern ihr den Wind hören könnt, das ist auf jeden Fall ziemlich gruselig. Zumal ich hier komplett alleine mitten im Wald stehe. Hier hinten sind aber anscheinend auch noch weitere Hütten, wenn die Wie der Wind so angucke, durch die Bäume weht, ey, ich liebe es. Identischer Baustil. Sieht fast so ein bisschen so aus wie so eine Gartenhütte oder irgendwie sowas in der Art. Und hier liegt tatsächlich auch noch Kleidung in dem kleineren von dem größeren Raum. 2, 3, 4 Matratzen, aber so ein bisschen was am zurückgelassenen. Das sieht fast nach Obdachlosen aus oder so. Kleidung, alten Handtüchern, davon liegt noch so eine Art Window Color. Irgendeinen Umschlag? Was ist das denn? Das sieht ja komisch aus. Wie so eine Art Mappe oder irgendwie sowas. Hier ist noch eine weitere Hütte, so wie es... Wie so eine Art Mappe oder irgendwie sowas. Es sind die Schatten täuschen aber halt auch, ne? Ich glaube, Luca hat eine echt starke Taschenlampe. Ich dachte jetzt hier zum Beispiel, dass hier dann Schatten wäre, der dann verschwindet wieder. Aber ich glaube, es ist echt, es wirkt nur so, ne? Es wirkt nur so. Hütte, so wie es aussieht. Die ist auf jeden Fall schon ein bisschen mehr in Mitleidenschaft gezogen worden. Aber tatsächlich auch noch ein bisschen besser bestückt als die ganzen anderen, die wir eben gerade gesehen haben. Hier ist noch so ein kompletter Bettkasten mit Matratze zu sehen. Hier vorne haben wir noch einen Sessel. Aber man sieht wirklich ziemlich leicht zusammengebaut irgendwie, ne? Das ist echt nur so eine Presspappe als Wand und als Decke. Im Gegenzug dazu, hier vorne alles komplett in sich zusammengebrochen. Also da existiert schon nicht mal mehr ein Dach. Hier vorne neben dieser absolut eingestürzten Bude ist auch noch mal eine weitere Bude. Bude im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe mich da eben gerade kurz mit Heiko drüber unterhalten. Das ist ganz dünnes Holz, dann kommt Styropor und dann kommt dieses billige Kork. Also, ich weiß nicht, ob das wirklich isolierend war im Winter. Die
Frage ist, es fühlt sich so ein bisschen an wie bei Blair Witch Projects oder der Vibe von dem Video, finde ich. Es passiert gar nicht so viel, aber es ist trotzdem irgendwie creepy. Blende ist das hier. Guck mal, hier vorne ist tatsächlich auch noch eine weitere Hütte. Ich hab jetzt ehrlich gesagt nicht mitgezählt. Ich glaube, es sind 4, 5, vielleicht sogar 6 Hütten, die sich hier auf diesem kleinen Areal erstrecken, aber größtenteils tatsächlich leer sind. So, ich bin jetzt hier vorne den Weg noch mal ein bisschen weiter gelaufen und hier auf der rechten Seite tut sich tatsächlich auch ein etwas größeres Gebäude auf. Sieht fast so ein bisschen so aus wie ein alter Garagenhof, würde ich sagen. Da muss man aber auf jeden Fall auch ziemlich aufpassen, denn auch hier befinden sich einige Löcher. Sieht ja fast aus wie so ein Turbinenraum. Guck mal, da hinten zwei riesengroße Rohre in der Wand. Oder wie so eine Art Fahrzeug. Mal ganz kurz, Leute, wartet mal. Das ist richtig gruselig. Jetzt passt auf, warte mal. Seht ihr das? Seht ihr das, Leute? Seht ihr das? Guckt mal ganz genau hin. Seht ihr das? Seht ihr das? Guck mal ganz genau hin, Freunde. Hier, genau hier. Genau hier. Seht ihr das? Ich bin gemein, ich weiß. Ich bin gemein. Wie so ein Turbinenraum. Guck mal, da hinten zwei riesengroße Rohre in der Wand. Oder wie so eine Art Fahrzeughalle. Da hinten wieder ein Sessel. Und irgendwie alles voller Geäst. Aber was, beziehungsweise für was wurde das hier benutzt? Das sieht sehr, sehr... Paar sind drauf reingefallen, Paar sind drauf reingefallen. Gleich daneben geht's weiter. Auch wieder ein riesengroßer Garagenraum. Ich glaube, ich belasse es jetzt tatsächlich mal bei Garage. Sieht auf jeden Fall merkwürdig aus. So, hier vorne super, super gefährlich. Ich hoffe mal, das kommt auf den Aufnahmen. Ich mache das Licht jetzt einfach mal ein bisschen heller. Also ich stehe hier an der Kante und würde tatsächlich 2 Meter den Abgrund fallen. Es ist wirklich sehr kurios. Ich kann euch nicht sagen, als was das hier genutzt wurde. Ich weiß nicht, als Ablageraum? Als, weiß ich nicht, Garage? Da vorne sieht das zumindest danach aus, als wenn da auch mal irgendwas reinfahren konnte. Es ist sehr kurios. Also Heiko sagte gerade, hier sind irgendwelche interessanten Löcher. Alter, was ist das denn? Vor allem, wo geht das denn hin? Das scheint ja irgendwie da unten auch noch weiter zu gehen. Das sind echt tückisch. Scheint irgendwie was für Abwasser oder Kanal zu sein. Ich wollte gerade sagen, da geht's in die Katakomben, ey. Das zumindest, aber das? Was war das denn? Ich kann's euch nicht sagen. Was war das für ein Geräusch? Das zumindest, aber das? Hä? Was war das? War das ein Vogel? Eine Ratte vielleicht, das kann auch sein, ja. Ich kann es euch nicht sagen. Also es scheint da unten auf jeden Fall weiterzugehen. Hier unten auf dem Boden liegen überall sämtliche Flyer. Alle von ein und derselben Hotelkette. Und überall Fensterrahmen. Fensterrahmen da. Fensterrahmen da. Und Fensterrahmen da. Vor allem die nächstgrößere Frage stellt sich ja, was war das hier? Ist doch irgendwie alles ein bisschen kurios, oder was meint ihr? Ich habe jetzt tatsächlich einfach mal so ein bisschen hier in den Himmel geleuchtet, weil ich mir die Sterne angucken wollte und eventuell eine Langzeitaufnahme machen wollte. Und was sehe ich da? Aha, hier ist tatsächlich ein riesengroßer Schornstein. Das heißt, das Ganze wird wahrscheinlich mal irgendwie so eine Art Heizhaus gewesen sein. Ihr sollt natürlich auch das sehen, was ich gerade gesehen habe. Ich weiß nicht, blaue Säcke, Schutt und Asche, wie man so schön sagen würde. Aber auch hier wieder überall Rohre. Was hier tatsächlich ganz schön ist, die Fassade des Hauses, ne? Ich kann es mir nicht erklären, als was das genutzt wurde. Ich meine, Heizungshaus haben wir jetzt gefunden. Das ist natürlich immer dann meistens da für Krankenhaus, Hotel eventuell. Was ist das denn? Ein leerer Raum, so wie es aussieht. Also ich glaube, das war irgendeine alte Militäranlage oder so.
Das war, wird einfach irgendeine Militäranlage gewesen sein, so sieht das für mich aus, auch so vom Alter des Ortes her. Weitergelaufen, wo ich eben gerade sagte, super, super schöne Fassade von außen. Hier vorne geht es eine Treppe nach oben. Und, ja, was soll ich sagen? Ich kann es euch ehrlich gesagt überhaupt nicht sagen. Was war das hier mal? Das könnte irgendwie so eine Art Küche, Großküche, Kantine, irgendwie sowas in der Art gewesen sein. Aber es gleicht auch einem Krankenhaus, also... Hier vorne ich glaube, in den Kommentaren stand es auch. Ah, guck mal, ein Jagdhaus wurde errichtet, dann ein Aussichtsturm, 1892 Ausflugslokal, Försterei ausgelegt, Gastwirtschaftsbetrieb, Betriebsferienheim. Ah, okay, die kleinen Hütten waren typische DDR-Bungalows. Okay, das erklärt. Der Tour alles komplett zurück. Und ja, ich glaube... Hier sagen auch Bilder mehr als 1000 Worte. Guckt euch das mal an. Hier holt sich die Natur nach und nach wirklich alles komplett wieder zurück. Ich würde mal sagen, hier ist das Dach vor einigen Jahren eingestürzt. Und guck mal, mittlerweile wachsen da sogar Bäume. Da oben wächst sogar Gras, das ist ja der Wahnsinn. Hier vorne, wenn wir da mal weitergehen, auf viel Schutt und Asche. Da oben ist sogar schon die komplette Decke eingestürzt. Und hier hinten geht es anscheinend doch nochmal ein Stückchen weiter. Also ich würde echt gerne wissen, als was das hier genutzt wurde. Da scheint es irgendwie in Richtung Keller zu gehen. Vielleicht sogar in dem wir uns eben gerade befunden haben. Rein da! Und hier links geht es auch weiter. Ein langer, unheimlicher, mystischer Gang. Oh, guckt euch das mal an. Das ist schon komplett eingebaut, also das Dach. Freiluft. Ich würde sagen, es ist schon so ein typischer Spukort, ne? Es ist jetzt nicht ein Ort, wo so richtig viel drin ist oder der noch voll gut erhalten ist. Es ist so ein Spukort, so. Da will man einfach nachts nicht alleine sein. Luftzimmer, wie ich immer so schön sage. Da hinten sind auch überall Fliesen an der Wand. Ich würde sagen, da riskieren wir auf jeden Fall nochmal einen kurzen Blick. Das sieht fast so aus wie irgendwelche Zimmer, oder? Hier vorne könnte irgendwie so eine Art Badezimmer gewesen sein. Und auch da, das ist sehr merkwürdig. Aber anscheinend alles komplett leere Zimmer. Gleicht fast einem kleinen Hotel, würde ich sagen, oder? Also ich glaube tatsächlich, die Treppe, die ich da vorne eben gerade hochgegangen bin, könnte zu diesem Gebäude gehören. Und das sieht für mich ziemlich danach aus, als wenn es irgendwie so eine Art Wohnhaus oder vielleicht auch Hotelanlage war. Da könnt ihr mir auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, was für... Stefan und Felix haben dort eine Overnight gemacht, echt? Boah, das Video müsstest du mir mal raussuchen, das würde mich interessieren. Eine Location das ist, beziehungsweise was für ein Gelände das ist. Sehr ominös auf jeden Fall. Hier vorne, wie gesagt, Großraumküche, Kantine, irgendwie sowas in der Art. Dann dahin, wo ich die Treppe hochgegangen bin, könnte auch irgendwie so eine Art Hotel gewesen sein. Schwierig, das so zu sagen. Ich finde trotzdem, dafür, dass das ein Ort war, der verhältnismäßig schlecht erhalten war, hat er sehr geil Atmosphäre aufgebaut. Und falls ihr das auf YouTube hier seht, dann interessiert mich natürlich, was ihr von dieser Gestalt haltet.